Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen jetzt, habe ich ja versprochen gehabt, diversen Leuten schriftlich, bisschen das Wetter. Ja, das Wetter aktuell. Hier die rote Mappe fürs Wetter, sehr passend. Rot für Dürre, für Trocken, für Schlimm. So, jetzt hat es ja die letzten Wochen gefühlt immer mal wieder geregnet. Na, je nachdem, wo man wohnt, hat es gefühlt auch nur geregnet. Also so richtig viel. So, wenn ihr jetzt nicht zufällig wahlweise in Schauenburg-Elgershausen wohnt, in Erfurt, in Würzburg, in Nürnberg, in Hof, Straubing, Augsburg, Kempten oder München, dann hat es bei euch nicht die ganze Zeit geregnet. Ja? Aber zugegebenerweise Bayern größtenteils und Mannheim sehe ich gerade. Da hatten wir wirklich ziemlich ordentlich Niederschläge in letzter Zeit. Im Rest von Deutschland, naja, geht so bis immer noch scheiße. Ja? So, und jetzt könnte man meinen, boah, es hat ja jetzt total toll hier geregnet und so weiter und so fort. Leider ändert das an dieser Situation hier überhaupt nichts. Und ich hoffe, ihr habt euch mein altes, reden wir über das Wettervideo, vielleicht mal angesehen gehabt. Nochmal kurz zur Wiederholung. Das hier ist eine Karte vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, vom Dürremonitor. Genaue Daten, wo man den findet und wie man den ausweisen muss als Quelle, findet ihr unten. Das ist die aktuelle Dürresituation am 18.06.2020. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Man kriegt halt die Karten immer nicht so super, super, super tagesaktuell. Also manchmal schon, aber dann müsste ich an dem Tag, wo sie gerade aktualisiert wurde, quasi rausrennen und sofort mein Video drehen und sofort hochladen. Deshalb haben wir immer ein paar Tage Verspätung. Geht davon aus, dass sich nicht allzu viel verändert haben wird, wenn ihr das jetzt 3 oder 4 Tage später eben entsprechend seht. Oder auch noch später, je nachdem. Dann müsst ihr euch halt in die Vergangenheit zurückversetzen. So, also 18.06. Zu diesem Zeitpunkt hat es in manchen Regionen Deutschlands durchaus ordentlich geregnet und ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die jetzt der Meinung sind, dass die Dürre damit vorbei wäre und wir aufatmen können und alles ist gut und dem Wald geht es wieder prima und der Landwirtschaft geht es wieder prima. Nichts davon ist der Fall. Überhaupt gar nichts. Wir haben immer noch in mehr oder weniger fast vollständig Sachsen nach wie vor eine außergewöhnliche Dürre. Ich hatte letztes Mal erklärt, was es mit diesen Begriffen auf sich hat, außergewöhnlich und wie das zustande kommt, welche Farbe was bedeutet. Da möchte ich diesmal ein bisschen die Klappe zuhalten. Aber die Situation hier ist halt nach wie vor ganz, ganz besonders dramatisch, auch wenn da in letzter Zeit jetzt ein bisschen Regen gefallen ist. Und daran können wir jetzt Folgendes ganz schön sehen. Wenn wir uns jetzt nämlich mal angucken im Vergleich. Das hier sind die Niederschlagswerte im Juni natürlich, bisher, also Stand 19. 1. bis 19. Juni, habe ich jetzt Juni oder Juli gesagt? Ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls ist es der Juni, 1. bis 19., wie gesagt, Stand bisher. Und wir sehen hier, erstens sehen wir hier jeweils, wenn wir zum Beispiel hier bei Leipzig gucken, dann sehen wir da, das sehe ich jetzt nicht, 36 Liter pro Quadratmeter bisher. So, und wenn es dabei bleiben würde, bei diesen 36 Litern pro Quadratmeter bisher, ne, der ist ja noch nicht um, der Monat, aber angenommen, es würde dabei bleiben, dann entspräche das 65% von dem, was da durchschnittlicherweise im langjährigen Mittel runterkommen würde. Ja? Und das ist vorsichtig ausgedrückt nicht doll. Andererseits ist der Monat noch nicht zu Ende. Es könnte also theoretisch, sieht allerdings nicht danach aus, sein, dass das noch fast voll gemacht wird auf die theoretische Durchschnittsmenge,
die sich über einen Zeitraum von 30 Jahren, und zwar 1980 bis 2010 ist, glaube ich, der Beobachtungszeitraum. Ja, wenn ich gucke, ich nochmal nach, falls das jetzt nicht stimmt, schreibe ich es euch unten hin. Und in der Zeit ist halt durchschnittlich, naja, wenn 36 Liter 65% sind, dann werden sowas um die 50, bisschen über 50 Liter vielleicht gewesen sein, was da durchschnittlich runtergekommen ist im Juni eben entsprechend. Ja? Also für die Ecke ist das nicht doll. Und da muss man sich dann auch schon diese Karte nochmal hinzufügen und dann stellt man ganz schnell fest, das macht Sinn. Ja? Das sieht da ja auch nicht doll aus. Und die Zeit davor war es da halt noch viel weniger doll. Und das führt alles nicht unbedingt dazu, dass wir jetzt derzeit unbedingt das Gefühl haben müssen, es sei jetzt alles ganz toll, weil es ganz, ganz viel geregnet hat. So. Auch nur noch mal kurz zum sofort vorzeigen und wir gehen dann gleich auf die Details ein. Kurz zur Erinnerung, für diejenigen, die es nicht wissen, die müssen jetzt halt mit der wenigen Information, die ich dazu jetzt noch mal erzähle, leben. Je oranger, oder eigentlich theoretisch sollte das ganz orange-rot sein, das gibt mein Drucker und jetzt die Lichtbedingungen halt nicht besser her, bedeutet, da wird gerade gestorben. Ja, da ist die Situation extremst ernst für die Pflanzen. Das hier ist nämlich eine Karte des pflanzenverfügbaren Wassers, ebenfalls vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, vom Dürremonitor. Stand 18.06.2020, genaue Garten, wo man das findet und wo man sich das bitte auch noch mal selber gerne jederzeit angucken kann und sollte, findet ihr unten. Und ja, wir haben jetzt nicht mehr den katastrophalen Dürrestreifen durch Deutschland. Für mich persönlich schön, der Schwarzwald ist wieder blau. Das letzte Mal hatten wir beim Schwarzwald ganz leichte blaue Flecken im Bereich vom Feldberg und nochmal so ein ganz leichten bisschen okay im Bereich von der Hornisgrinde, also den jeweils höchsten Bergen von Nord- und Südschwarzwald. Und jetzt ist mehr oder weniger der gesamte Schwarzwald bis auf den allernördlichsten Zipfel wieder in der Farbe, in der er eigentlich sein sollte. Das pflanzenverfügbare Wasser ist im Bereich 100% bis etwas darüber. Ja, also etwas übergesättigt teilweise sogar. Das gleiche trifft zu auf Gesamt-Südbayern. Ja, und große Teile vom Rest von Bayern. In Bayern hat es wirklich ordentlich geregnet. Und wenn wir jetzt nochmal unsere andere Karte hier zu Hilfe nehmen, dann stellen wir fest, wenn wir uns Kempten angucken, hier unten, in Kempten hatten wir sage und schreibe 201 Liter. Ich hoffe, das konnte man jetzt lesen. Im Grunde 20 Tagen eigentlich, vom 1. bis zum 19. Juni. Das ist ein bisschen mehr als normalerweise im Juni runterkommt, nämlich 137%. Und der ist eben noch nicht vorbei. Und das bedeutet für den Alpenrand, für Kempten und im Übrigen auch für München selber und auch bei Augsburg, Straubing, Nürnberg, also Gesamtbayern, sind derzeit ordentlich Niederschläge runtergekommen. Das hängt mit der Staulage der Alpen zusammen, die dann halt eben die Wolken aufhalten und dann regnet es ab. Gilt natürlich für Südbayern besonders, aber in diesem Fall hatten wir jetzt auch noch mal einen positiven Effekt auf Franken, also Nordbayern, für diejenigen, die sich da nicht so sehr auskennen. Der sich aber eben leider nicht bis nach Sachsen rein fortgesetzt hat. Und das, also in Nordbayern ist der Alpeneinfluss wahrscheinlich nur noch marginal, aber dazu bin ich zu wenig Meteorologe, um jetzt genau sagen zu können, wie das jetzt was, wo, wie, warum abregnet und so weiter und so fort. Da müsste man dann in den selbigen fragen. So, jetzt ganz wichtig, diese Karten, also diese hier und auch diese und diese da auch, die sehen alle irgendwie gleich aus auf den ersten Blick. Das liegt daran, dass sie irgendwie gleich aufgebaut sind auf den ersten Blick. Habe ich vom Wetterkontor. Dazu findet ihr natürlich auch einen Link unten mit freundlicher Genehmigung des Selbrigen. Da habe ich mich extrem gefreut, dass ich die nehmen darf, die Daten. Und da bin ich jetzt auch also dementsprechend von Seiten des Urheberrechts absolut safe. Ich kann nur wärmstens empfehlen, wirklich aller wärmstens. Streng genommen ist das jetzt Werbung, deswegen schreibe ich sicherheitshalber mal hin.
nur aus rechtlichen Gründen. Aber trotzdem kann ich aus vollster Überzeugung den Wetterkontur wirklich, wirklich empfehlen, weil das eine tolle Seite ist, wenn man sich mal hinterher angucken möchte, wie das Wetter denn gewesen ist. Jetzt, die machen sicher auch gute Vorhersagen, da gehe ich mal sehr davon aus. Aber ehrlich gesagt habe ich das nicht überprüft. Für mich wahnsinnig spannend, wirklich die Daten zum vergangenen Wetter bzw. zur vergangenen Witterung. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Und insbesondere diese Karten, die haben es mir angetan. Die sind so toll, die kann man sich so einfach für jeden beliebigen Monat einfach mal anzeigen lassen und gucken, wann hat es wo, wie viel geregnet oder wie viel nicht. Das ist also wirklich ganz, 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 ganz toll. Ich verlinke es euch direkt, wo es auch diese Funktion gibt, wo man sich diese Karten eben entsprechend anschauen kann. Und da herzlichen Dank, dass ich das eben verwenden darf. Kann ich wirklich allerwärmstens empfehlen. Wer sich dafür interessiert, dann da unbedingt nachgucken. Kostet nichts, keinerlei Anmeldung, kein gar nichts. Da kann man einfach völlig, völlig unvoreingenommen mal draufschauen, ohne da irgendwie größere Probleme zu haben. Ne? So, dala, jetzt hatle. Also, jetzt gehen wir nochmal zurück zur Karte der Dürresituation. Und die reicht ja, glaube ich, in dem Maß, wenn ich sie so jetzt in die Kamera halte. Wie gesagt, das ist die aktuelle. Und wir stellen also fest, wir haben im Grunde fast keine weißen Flächen. Ich halte sie euch mal näher ran. Wir haben hier ein ganz kleines bisschen Weiß. Wir haben in Schleswig-Holstein ein kleines bisschen Weiß. Wir haben... Ja, das war es im Wesentlichen. Noch ein ganz paar weiße Flecken sind hier so mittendrin. Aber... Ne? So. Ah ja, und Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz hat hier noch ein paar weiße Flecken. Gut. Nochmal zur Erinnerung. Weiß bedeutet gerade keine besondere Dürre. Gelb ist ungewöhnlich trocken. Das bedeutet, wir haben da schon weniger Niederschlag, als wir eben in einem Durchschnittsjahr, in den meisten Durchschnittsjahren erwarten dürfen. Ich habe das letztes Mal schon erklärt. Dann kommt Orange. Orange ist schon, hellere Orange, das ist schon deutliche Dürresignale. Das ist schon ein seltenes Dürreereignis, wie es normalerweise im Bezugszeitraum. Den Bezugszeitraum muss ich kurz ergänzen, den hatte ich nicht mehr im Kopf. Das ist 1951 bis 2015. Also in diesem Zeitraum hat man sich sämtliche Jahre angeguckt und die entsprechenden Daten sind jetzt in Bezug eben auf das durchschnittliche Jahr eben innerhalb dieser Periode bezogen. Ja? Also nicht irgendwie nur 30 Jahre, sondern tatsächlich 65 Jahre knapp. Aber da haben wir also auch durchaus ein seltenes Dürreereignis und alles, was da drüber ist, orange, rot oder eben dunkelrot, das sind extrem seltene Dürreereignisse. Und wenn wir uns Sachsen angucken, das ja mehr oder weniger fast vollständig eben in dem dunklen Rot versinkt, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass in diesem Fall, also dieses dunkle Rot bedeutet, wir haben ein Dürreereignis, das nur in 1% oder weniger aller beobachteten Jahre vom Bezugszeitraum auftritt. Ja? Das heißt, es ist ein wirklich, wirklich sehr seltenes Dürreereignis. 1% oder weniger bedeutet auch, dass es sich um ein Dürreereignis handeln kann, das noch nie zuvor da gewesen ist. Und das ist in diesem Fall hier absolut der Fall. So eine Dürre, wie sie derzeit in Sachsen herrscht, und dabei sieht es da noch erstaunlich gut aus, ich war nämlich gerade da, gab es da noch nie. Ja, jedenfalls nicht, seit wir in irgendeiner Form Wetterdaten dokumentieren in Deutschland. Ja, also wirklich rekordverdächtige Dürrewerte in Sachsen, insbesondere zum Beispiel da. Ja. Wir haben überall sonst auch dahingehend, dass diese ganze Dürre, die wir ja quasi deutschlandweit mindestens irgendein Dürrestadium oder zumindest ein Trockenheitsstadium haben, müssen wir uns klar machen, dass das letztes Jahr mindestens genauso schlimm oder schlimmer aussah, dass das vorletztes Jahr mindestens genauso schlimm oder schlimmer aussah und wir hiermit jetzt das dritte massive Dürrejahr in Folge erleben, deutschlandweit. Also das müssen wir uns wirklich klar machen und dass das jetzt ein bisschen geregnet hat die letzte Zeit,
auch ein bisschen deutschlandweit. Und die Wettervorhersagen tatsächlich so ein kleines bisschen so klangen, als müsste man jetzt schon wieder die Leute trösten, weil es regnet. Erstens, ich habe mich ja schon beim letzten Mal, als wir über das Thema gesprochen haben, darüber aufgeregt, dass ich es überhaupt nicht haben kann, wenn irgend so ein Wetterfrosch oder Fröschin in dem Falle, da irgendwie ein, ach, die Sonnenanbeter müssen jetzt ganz stark sein, es könnte ein kleines bisschen regnen, irgendwas in dieser Richtung sagt, weil wir brauchen jeden Tropfen. Wir brauchen nach wie vor überall, deutschlandweit, jeden Tropfen. Ja? Selbst wenn wir die kleinen weißen Felder uns angucken, wo noch keine großes Dürre-Szenario gerade vorherrscht, dann müssen wir immer noch im Hinterkopf behalten, Grundwasser ist alle. Es ist nicht alle, aber es ist definitiv so wenig da, dass wir jeden Tropfen, der im Grundwasser landet, fürs Auffüllen des Grundwassers auch sehr, sehr gut gebrauchen könnten. So, und jetzt müssen wir uns nochmal klar machen, die Situation ist eben nicht besser geworden, wie ich schon gesagt habe. Und dazu gucken wir uns mal die Karte vom letzten Mal an. Die ist vom 21.05.2020, selbe Quelle natürlich, selbe Art von Karte. Dürresituation Gesamtboden nennt sich dieser Ausdruck hier. Und wir stellen fest, das Rot ist gefühlt ein bisschen zurückgegangen, ja, so in der Direktgegenüberstellung, so vom Gefühl her, und das ist auch nicht nur vom Gefühl her, sondern wirklich so, es ist schon ein bisschen zurückgegangen. Machen wir mal einen Direktvergleich. Wir vergleichen jetzt zum Beispiel mal Niedersachsen. Niedersachsen damals hatte im östlichen Teil Niedersachsens, also hier, so ein paar rote Bereiche, da so ein paar hoppla, das ist schon nicht mehr Niedersachsen. Es ist wirklich schwierig hier mit der Kamera gerade. Also, machen wir so. Da hat man ein bisschen Rot. Hier hatten wir einen Bereich Tiefrot. Wir hatten unterhalb von Bremen so einen roten Streifen. Hamburg, naja, auch nicht doll. Auch mit ein bisschen Rot drin. Da oben kann man entsprechend sehen. Und ja, also insgesamt vor allen Dingen hier ein Schwerpunkt der Dürresituation. Und das war es dann im Wesentlichen. So, Niedersachsen aktuell, jetzt habe ich meine Karte ein bisschen verrumpelt, das ist jetzt natürlich nicht so schön, man schwitzt ein wenig, hat sich wenig getan insgesamt. Ja, also wir haben da, wo vorher auch der tiefrote Fleck war, da haben wir immer noch den tiefroten Fleck, wir haben immer noch den Bereich unter Bremen, der auch noch da ist. Also in Niedersachsen keine spürbare, nennenswerte Verbesserung. Das ist schon mal schade. Ne? So, jetzt gucken wir uns an, wieder auf der alten Karte, zum Beispiel der Rheinland-Pfalz. Der Rheinland-Pfalz inklusive dem Saarland, das nehmen wir jetzt mal kurz mit. Ja? Das sah eigentlich damals, vergleichen mit fast allen anderen Bundesländern, ausgenommen Schleswig-Holstein, hier oben, ne? Was da ja auch schon richtig, richtig gut aussah, damals sah es da eigentlich noch ganz gut aus. Ne? So, jetzt könnte man ja meinen, jetzt hat es ja so viel geregnet, jetzt muss da doch bestimmt alles weiß sein. Das wissen wir ja schon, das ist nicht der Fall. Wir haben also auch da keine wirklich massive Verbesserung. Lediglich das Saarland per se, da hat sich vielleicht eine winzig kleine Verbesserung im einen Eck ereignet und im anderen Eck leider nicht. Da ist es dann wieder schlechter geworden. Also worauf will ich hinaus? Das, was wir jetzt an diesen bisherigen Beispielen schon gesehen haben. Wir können auch gerne nochmal Sachsen vergleichen. Hier Sachsen vollständig tiefrot. Einfach vollständig, ja, bis auf diesen einen winzigen Punkt, der nicht ganz, ganz schlimm ist, aber schlimm, 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 also schlimm, schlimm, nicht, nur nicht ganz schlimm, 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 haben wir jetzt da wirklich eine Verbesserung, weil wir nämlich im Erzgebirge durchaus jetzt sogar, boah, da ist am Rand ein, nein, das ist kein weißer Punkt, aber es sind hellgelbe Punkte jetzt im Erzgebirge vorhanden und wir haben ein bisschen mehr Orange statt Tiefrot bekommen. Also was heißt Orange? Das ist das normale Rot. Das normale Rot ist auch schon scheiße. Aber es ist halt nicht mehr eine nie dagewesene Dürre, während das tiefrote Rot halt eben die nie dagewesene Dürre noch darstellt. Also so gesehen, da gibt es eine kleine Verbesserung. Gut, ein letztes Bundesland noch, in dem sich was verändert hat, exemplarisch. Hier jetzt nochmal die alte Karte, also die vom 25.
21.05. Entschuldigung. Wir gucken uns mal Bayern an. Wir stellen fest, wir haben hier nördlich der Alpen und südlich der Donau, also südlich des Weißwurst-Äquators, haha, mir habe ich mal erklären lassen, der soll so ungefähr auf Höhe der Donau liegen, aber vielleicht kann mir das irgendein Bayer genauer nochmal beantworten. Ich habe es vergessen, schlicht und ergreifend. Ich mochte Weißwürste gar nicht besonders. Aber ja, jetzt werde ich wieder gleich zum Banausen erklärt. Aber Brezel mit süßem Senf ist lecker und euer Leberkäse, auch mit süßem Senf übrigens. Ich weiß, muss man nicht machen, kann man machen. Ich mache das gern. So, egal. Hier ein dicker, fetter, tiefroter Streifen. Ja, also tertiäres Hügelland, vollständig in tiefrot. So, wenn wir uns die Situation aktuell angucken, dann hat der Umfang des roten Streifens einfach abgenommen. Der Bereich, sogar mit weißen Flecken jetzt teilweise, im Alpenvorland und alpennahe Region, würde ich jetzt mal sagen, da hat sich natürlich einiges an Niederschlag angesammelt. Das hatten wir eingangs des Videos ja auch bereits erwähnt. In Kempten sind allein in 19, 20 Tagen 200 Liter runtergekommen. Das ist für die Alpen gar nicht mal so wahnsinnig viel und für Kempten-Niveau auch gar nicht so wahnsinnig viel. Insbesondere im eigentlich sehr niederschlagsreichen Sommer. Aber das geht nicht ganz spurlos an der Region vorbei und deswegen sieht es da jetzt wieder relativ gut aus. Also der Bereich des tertiären Hügellands, der besonders trockenheitsgeprägt ist, hat abgenommen und in Franken hat sich die Situation auch spürbar verbessert. Nochmal zum Vergleich hier die alte Karte. Da ist im Bereich Franken noch sehr viel Rot und sehr viel unschöne Farbgebung. Und aktuell haben wir da nur noch einzelne rote Flecken und dazwischen schon wieder ein bisschen Gelb. Also da hat sich, also bayernweit hat sich schon was getan. Ich hatte übrigens auch versprochen, dass wir beim nächsten Video uns Bayern mal ein bisschen genauer angucken, damit die Bayern nicht so kurz kommen. Interessant ist allerdings, Schleswig-Holstein auch überhaupt keine Verbesserung. Also hier die alte Karte, hier die neue Karte. Gar keine Verbesserung. Und für diejenigen, die Rügen toll finden, zu Recht, auf Rügen sieht es richtig übel aus gerade. Ja? Auf Rügen sieht es auch dahingehend sehr übel aus, wenn wir uns die aktuellen Niederschlagszahlen angucken, dann stellen wir fest, dass Rügen gerade mal 13,5 Liter pro Quadratmeter in den letzten 20 Tagen abbekommen hat. Also von den Niederschlägen, die in letzter Zeit stattgefunden haben, die erhöhten Niederschläge. Das ist regnet gefühlt in ganz Deutschland überall. Ja, von der Wahrnehmung, der gefühlten Wahrnehmung her. Auf Rügen ist das nicht angekommen. Was ich besonders dramatisch finde, weil die entsprechenden Kalkbuchenwälder auf den Kreidefelsen, das Kariziefer-Getum, was da entsprechend rumsteht, nur mal um mit Fachbegriffen um mich zu werfen. Das ist zwar ein Trockenbuchen, Wald, aber der wird dann schnell irgendwann wirklich zu trocken und da weiß ich nicht, inwiefern da jetzt nicht langsam gerade gestorben wird. Da müsste ich jetzt eigentlich dringend mal hin und mir das angucken, aber ich war ja jetzt gerade erst in Sachsen, um mir da mal anzugucken, was da denn los ist. Und damit kommen wir jetzt zum Thema, wie wirkt sich diese dauernde Trockenheit eigentlich bitteschön auf den Wald aus? Und bisher war es so, dass ich gesagt habe, wenn wir uns jetzt die Bodenfeuchtigkeitskarte anschauen und wir haben auf der Bodenfeuchtigkeitskarte Orange und Rot, dann bedeutet Orange hochkritisch und Rot, da wird gerade gestorben. Ja, und gerade aktuell gestorben wird einmal im Bereich Rügen. Dann einmal der, ich sag mal, dieser Streifen hier von Mecklenburg-Vorpommern. Da sieht es gerade richtig, richtig böse aus. Der nördliche Zipfel von Brandenburg, da sieht es auch richtig, richtig böse aus. Dann haben wir in Südbrandenburg nochmal einen Zipfel. Böserweise ist das genau der gleiche Zipfel, der, wenn wir uns vom letzten Jahr den Waldzustandsbericht angucken, auch schon als schwerst geschädigt ausgewiesen wurde. Der Waldzustandsbericht, was Brandenburg angeht, war leider etwas lückenhaft und der ist nicht gerade besonders aussagekräftig. Also
nicht so gut wie die anderen. Er ist schon gut gemacht und die Leute arbeiten mit dem, was sie haben, und ich mache da keinen Vorwurf. Das ist ganz wichtig, muss man nochmal betonen. Was nicht da ist, kann man halt nicht verwenden zur Datenanalyse. Aber gerade im Bereich Südbrandenburg sehen die Wälder teilweise verheerend aus. Und ausgerechnet da, wo es ohnehin schon eine verheerende Situation hat, haben wir jetzt wieder überhaupt kein Wasser im Boden. Denn rot bedeutet im Grunde pflanzenverfügbares Wasser im Bereich 1-3% bis 0. Also gar keins. So. Andere Situation. Bayern. Ja? Bayern schön blau, inzwischen unser Schwarzwald, da bin ich ja wirklich dankbar, auch schön blau. Das erleichtert mich sehr, ganz ehrlich. Ich bin ein Mensch, der dann auch schon irgendwie so egoistisch ist, dass mir die Situation meines Schwarzwaldes schon irgendwo... ich trauere auch mit den Brandenburgern. Ich trauere wirklich, wirklich mit den Brandenburgern um diese Situation. Ja? Das tut mir auch weh. Aber ich mag meinen Schwarzwald. Ja? Wenn ich nach Brandenburg fahre und da ist der Wald tot, dann komme ich da an und dann bin ich traurig. Ja, und dann werde ich entsetzt sein. Aber das muss ich mir im Regelfall nicht angucken. Das da schon. Und da bin ich wirklich egoistisch. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls haben wir hier eben die Situation, dass sich da einiges verbessert hat. Und wir haben wieder reichlich pflanzenverfügbares Wasser. Und überall sonst so dazwischen, wo jetzt nicht die gelben und roten Punkte sind, ist es zumindest mal weiß. Weiß ist zumindest mal eine mittlere Sättigung von circa 50%, so ungefähr pflanzenverfügbares Wasser, was da ist. Also müssen wir jetzt ganz sicher sein, dass wir kapiert haben, was diese Karte in Kombination mit der Dürresituationskarte bedeutet. Das hatte ich letztes Mal auch schon erzählt, aber nochmal für diejenigen, das ist nicht ganz einfach zu verstehen, deshalb nochmal zur Erklärung. Das hier gibt nur an, nur in Anführungszeichen, wie selten und außergewöhnlich die Dürreereignisse in der jeweiligen Situation, in der jeweiligen Region Deutschlands sind. Ja? Dass es eine super schwere Dürre ist, eine noch nie dagewesene Dürre in Sachsen, muss nicht zwingend automatisch auch bedeuten, dass da überhaupt kein pflanzenverfügbares Wasser mehr da ist. Und diesbezüglich hat sich jetzt durch die Niederschläge der letzten Zeit eben sehr viel getan. Gucken wir uns Sachsen mal an. Wir haben hier einen Fleck, wo gestorben wird. Wir haben da oben einen Fleck, wo gestorben wird. Aber zum Beispiel entlang des Erzgebirges tun sich grenzübergreifend, das seht ihr hier, auch schon wieder die einzelnen blauen Fleckchen entsprechend hervor. Und das ist auch kein Wunder, das ist ja auch ein Erzgebirge, ne? Also ein Gebirge, wo es dann halt natürlich ein bisschen mehr niederregnet als im vergleichsweise flachen Land davor. Wobei, so flach ist das auch nicht. Das Erzgebirge geht ja bis, also die Ausläufer bis zum Taranter Wald, und der wiederum ist ein Stückchen südlich von Dresden, nicht viel. Aber nur weil ich mich jetzt gerade mit sächsischer Geografie ein kleines bisschen beschäftigt habe, weiß ich das überhaupt nur. Und weil ich ja gerade da war, ne? Aber immerhin, guckt mal, Sachsen hat wieder einen blauen Fleck. Sachsen hat einen blauen Fleck. Das ist gut. Das ist verdammt gut. Da freue ich mich mit. Weil das ist wirklich mein Sorgenkind gerade. So, also jetzt machen wir uns nochmal klar. Nach wie vor tiefrote Situation, aber pflanzenverfügbares Wasser, wenigstens in Teilen, inzwischen wieder da. Weil das ist der wesentliche springende Punkt und der wesentliche Unterschied. Gestorben wird erst dann, wenn das pflanzenverfügbare Wasser alle ist. Das Dumme ist jetzt allerdings, pflanzenverfügbares Wasser wieder auffüllen, das hängt sehr, sehr stark von vielen verschiedenen Faktoren ab und wie lange dieses pflanzenverfügbare Wasser, zum Beispiel in Bayern, jetzt hält. Ja? Heißt das, Bayern ist gerettet für dieses Jahr? Oder heißt das, naja, das hält 2 Wochen und danach kann wieder scheiße werden? Das ist jetzt eben auch nochmal eine Frage, der wir uns widmen müssen. Und dafür müssen wir jetzt mal erstmal klären, was zum Geier ist pflanzenverfügbares Wasser? Und das wird hier angegeben auf dieser Karte als Prozent nutzbare Feldkapazität. Und jetzt habt ihr garantiert keine Ahnung mehr. Und deswegen muss ich das jetzt erstmal erklären. Und vorher trinke ich noch einen Schluck. Deshalb Schnitt. Eigentlich könnte man das schön aufmalen, aber A ist es dann hässlich und B habe ich gerade nichts zum Schreiben dabei. Papier hätte ich, was zum Schreiben natürlich wieder mal nicht typisch. Also folgendes. Wir unterscheiden bei Böden grundsätzlich weltweit drei, ja eigentlich 4 große Bodenarten.
Ja, das ist einmal der Sand. Sand zeichnet sich dadurch aus, dass die Partikelchen bis zu 2 mm als Kante, 2 mm Kantenlänge groß sein können. Also ein Würfel 2 mm mal 2 mm mal 2 mm, das ist das größtmöglichste Sandkorn, das wir in der Natur werden finden können. Gut. Schichtet man jetzt einen Haufen Sandkörnchen nebeneinander, die jetzt spaßeshalber sagen wir einfach mal wirklich diese 2 mm haben, wild durcheinander, so wie sie in der Natur zum Liegen kommen. Ja? Die haben alle ein bisschen eine andere Oberflächenstruktur, die sind nicht alle ein perfekter Würfel, sondern die sind mal ein bisschen rechteckiger, mal ein bisschen rundlicher. Die haben Ecken, die haben Kanten und die werfen wir jetzt alle zusammen auf einen Haufen. Ich habe das mal ganz toll visualisiert. Hier sehen wir also Sandkörner im Sandboden, also das Ding da in der Mitte, dieser lustige Klotz. Unten ist das Grundwasser und oben regnet es drauf. So, und die Sandkörner sind nicht nass, aber der Raum, der die Sandkörner umgibt. Und das wird jetzt noch weiter ausgeführt. Ich lasse die Grafik mal eingeblendet. Also nur so noch ein bisschen zur Illustration. Ganz toll gemacht, gell? Ich sollte Illustrator werden. Dadurch, dass die ziemlich groß und ziemlich grob sind, werden zwischen diesen Ecken und Kanten werden die nicht genau Tetris-steinmäßig zusammenpassen, sondern nur so grob aneinander liegen. Und dazwischen, hier in meiner hohlen Hand beispielsweise, jetzt stellen wir uns noch ein anderes Sand, das da jetzt noch oben drauf liegt. Und dann haben wir trotzdem immer noch einen Hohlraum. Einfach weil die nicht schlüssig ineinander passen. Es bildet sich also, umso größer die Klötzchen sind, die wir zusammenkippen, lose, umso mehr Hohlräume bilden sich dazwischen. Und da Sand eben die größten im Feinboden vorkommenden Klötzchen sind, kriegen wir zwischen diesen groben Klötzchen auch vergleichsweise viele freie Hohlräume. So, und in diesen Hohlräumen kann jetzt logischerweise Wasser abfließen. Wenn es also auf einen reinen Sandboden drauf regnet, dann fließt das Wasser da sehr schnell durch, weil da ziemlich viele Hohlräume da sind. Der Sand wirkt also wie ein Sieb, der auch durchaus das Wasser aufbereitet. Also wenn du obendrauf was fallen lässt, was man nicht im Grundwasser haben möchte, ja, was Biologisches, dann kannst du trotzdem ziemlich sicher sein, dass von dem, was man nicht im Grundwasser haben möchte, nichts mehr ankommt, wenn das durch den ganzen Sand durchgelaufen ist. Sand hat zwar nur eine geringe Filterwirkung, aber Sand liegt oft auch in einer hohen Mächtigkeit vor. Bedeutet, Sand können wir 3 Meter Sandpaket haben, bevor überhaupt irgendwelches Ausgangsgestein anfängt und damit dann auch langsam die Phase, wo wir dann das Grundwasser antreffen könnten. Ja? Also beim Sand liegt das mitunter sehr, sehr weit unten, weil der Sand eben so mächtig ist. Gucken wir uns irgendeine Düne an, das ist ein ziemlicher Sandkastenberg. Ne? Gucken wir uns einen Strand an, hat mal jemand versucht, ganz, ganz tief ein Loch im Strand zu buddeln, ja, da kommt man schön weit runter. Oder generell einfach die Wälder, beispielsweise Brandenburgs, weshalb es da auch eben tendenziell eher relativ trocken ist, haben das Problem, dass es da sehr viel Sand gibt. Das hat auch Vorteile, ja, das hat es, aber hat halt den Nachteil, dass der das Wasser schnell nach unten durchleitet, weil er ist ein grobes Sieb, kein feines Sieb. Das bedeutet, wenn es da drauf regnet, dann ist erstmal alles nass, das Wasser versickert auch sehr schnell, es gibt keinen oberflächlichen Starkabfluss. Das bedeutet, es läuft einem auch nicht so schnell der Keller voll, weil man hat ja quasi um seinen Keller drumherum lauter Sandsäcke natürlicher Art vorkommend, die eben dafür sorgen, dass das Wasser nicht bis zum Keller durchdringt. Das ist jetzt ein ganz, ganz lahmer Vergleich, aber vielleicht könnt ihr es euch trotzdem so ein kleines bisschen merken auf diesem Wege. Und dann ist das Wasser eben sehr schnell weg. So, und das bedeutet, für das pflanzenverfügbare Wasser ist das scheiße. Weil wenn das Wasser kommt, durchfließt und weg ist, dann kann die Wurzel, die in diesem Sand auch noch drin steckt, nur in der relativ kurzen Periode, die das Wasser braucht, um eben von oben bis unten bis ab ins Grundwasser durchzusickern, nur in dieser Zeit hat die Wurzel da wirklich so richtig Wasser. Und das ist recht kurz. Und drum, wenn es auf Sand massiv regnet, dann freuen sich die Bäume auch und dann haben sie 2, 3, 4, vielleicht 5 Tage, wenn es gut läuft, was zu trinken und danach ist das aber auch schon wieder weg, wenn es nicht wieder nachregnet. Und da muss man aushalten können. Das können die Bäume, die auf Sand stehen, zwar, weil die sind das gewöhnt, je nachdem wie lange die da schon stehen, 100 Jahre, 200 Jahre, 300, 400, 500, egal, haben die sich irgendwann mal daran angepasst, dass wenn es mal regnet, das Wasser nur kurze Zeit verfügbar ist. Das heißt, die müssen viel aufnehmen, sie müssen in dieser kurzen Zeit Mordsphotosyntheseleistung machen und danach wieder in den Dürremodus schalten. Das sind die gewöhnt.
zumindest, also nicht in den Dürremodus, aber in den wenig Wasser verfügbar Modus zumindest. Beispiel Sachsen. Ja? Dieses tiefrote, ich muss es nicht nochmal zeigen, tiefrote Land. Da gibt es auch recht häufig auch mal einen Sandboden und dementsprechend auch mal relativ miese Bedingungen vom Boden her. Und in dem Bereich sollte man sich dann doch fragen, ob die Bäume da nicht massiv geschädigt sein sollten. Aber nochmal, die sind das gewöhnt. Und deswegen, das möchte ich schon mal spoilern, schaut in Sachsen die Situation, auch wenn es auf der Karte furchtbar aussieht, in der Praxis nicht so schlimm aus. Also nicht gut, ja, aber auch nicht so schlimm. So, nächste Bodenart. Was haben wir denn noch? Jetzt haben wir Sand. Jetzt kommt naturgemäß eine feinere Kornfraktion. Der Sand ist also das größte Würfelchen, Körnchen oder was auch immer, das eben damit viele Hohlräume dazwischen bildet. Jetzt kommt der Schluff. Schluff ist eine Portion feiner als Sand. Ich spare euch die genauen Zahlen, die müsst ihr euch eh nicht merken. Und Schluff macht jetzt nur sehr kleine Poren und sehr kleine Öffnungen zwischen den einzelnen feinen Partikelchen. Und danach kommt noch der Ton. Der Ton sind so feine Körnchen, dass die zwischeneinander fast überhaupt keine Abstände mehr haben. Dass da überhaupt fast gar keine Öffnungen mehr sind. Gut. Beim Schluff haben wir jetzt den großen Vorteil, dass diese Öffnungen, die zwischen den einzelnen Körnchen vorliegen, genau die Größe haben, dass das Wasser da sehr lange drin verfügbar ist. Und gleichzeitig sind sie noch groß genug, dass eine Wurzel da noch reinwachsen kann. Das Wasser bleibt in diesen mittelgroßen Poren deswegen relativ lange hängen, weil es ja noch eine Oberflächenspannung hat, ja? Und damit klebt sich das Wasser quasi in diesen Poren selbstständig fest, wird also nicht schnell ins Grundwasser ausgewaschen und gleichzeitig wächst noch die Wurzel rein. Also das ist nochmal ein bisschen präziser formuliert. So, und das, jetzt diese kleinen Öffnungen in einem schluffigen Boden, der aus Schluff besteht, das ist das pflanzenverfügbare Wasser. Das ist die nutzbare Feldkapazität und das ist letztendlich das, was auf dieser Karte hier dargestellt wird. Wir sehen hier auf dieser Karte also quasi den Wasser langfristig speichernden Bestandteil des Bodens und wie sehr der gefüllt ist. Bei weiß ca. 50%, bei rot ca. gar nicht, bei dunkelblau ca. 110 und ein bisschen drüber Prozent. Ja? Mehr als 100% bedeutet, da fließt das, da ist dann ein bisschen Stauwasser. Da ist das nach oben hin ein bisschen stauend und mehr Wasser, als eigentlich gespeichert werden kann. Das heißt, das Ding quillt über. So, wichtig. Der Vorteil eben dieser Poren im Schluff, ja, der sogenannten langsam dränenden Feinporen oder langsam dränende Grobporen bis hin zu den Mittelporen und dann kommen noch die Feinporen, also das waren eigentlich die Hauptbegriffe, langsam dränende Feinporen gibt es glaube ich keine, nein, langsam dränende Grobporen, das ist feiner Sand. Wir müssen ja bei Sand auch nochmal unterscheiden zwischen groben Sand und feinen Sand. Beim feinen Sand ist schon nah am Schluff, ist schon was Gutes, grober Sand ist entsprechend schlecht. Ja, da, also regnet drauf, bup, und weg ist es. Das Wesentliche ist jetzt halt in diesen pflanzenverfügbaren, langsam das Wasser nur versickernden Poren, kann sich das Wasser theoretisch über einen sehr langen Zeitraum halten, also vergleichsweise lang, und es kann gleichzeitig von eben den Wurzeln der Primärbäume und natürlich auch von anderen Pflanzen genutzt werden, während es noch da ist. Das heißt, das wird wahrscheinlich nicht einfach raus verdunsten ungenutzt, sondern es wird früher oder später von der Vegetation, zumindest soweit sie mit den Wurzeln drankommt, Bäume kommen tiefer, Weizen kommen weniger tief, ne? Wird das dann auch entsprechend verwendet werden. Und daher muss man bei so einem Bild, wie Bayern jetzt wieder bekommen hat, tatsächlich davon ausgehen, dass da jetzt erstmal recht viel drin ist in den entsprechenden Poren, die Wasser aufnehmen können. Ja, also das ist gut. Da können die Bayern erstmal aufatmen. Aber erstmal noch mal kurz zum Verständnis.
Ton, haben wir ja schon gesagt, das wäre die nächstfeinere Fraktion. Super, super feine Partikelchen. Da passt auch noch ein bisschen Wasser dazwischen. Ja, aber das bleibt dann da so fest hängen, weil Wasser hat ja eine Oberflächenspannung. Und mit dieser Oberflächenspannung klebt sich das so sehr rein, diese winzigen Höhlen und diese winzigen kleinen Zwischenräume zwischen den einzelnen Tonpartikelchen, dass das Wasser da gar nicht mehr rauszukriegen ist. Der Ton quillt auf und dann ist das Wasser da drin. Und da bleibt es dann erstmal bis nächsten Sommer, wenn es dumm läuft. Ja? Das hilft aber niemandem, abgesehen demjenigen, der mit dem Ton gerne irgendwie rummatschen möchte. Also, aber die Pflanzen kommen da nicht dran. Man kann noch ein ganz kleines bisschen auf das sogenannte Totwasser, deswegen heißt das Totwasser, weil es ist zwar im Boden, es ist zwar gespeichert, aber keiner kann damit was anfangen. Pilze können teilweise. Pilze haben so winzig feine Hyphen, heißen die. Das funktioniert im Prinzip so ein bisschen wie eine Wurzel. So ein ganz dünner Faden, der sich da reinschlängelt und sogar in diese Totwasserporen zum Teil noch reinpasst. Und dann können die Pilze auf diesem Wege da noch ein bisschen Wasser abziehen. Und wenn es ein Pilz ist, der in Symbiose mit dem Baum lebt, und das ist bei vielen Waldpilzen der Fall, dann können sie das Wasser auch noch ein bisschen an den Baum abgeben und dann kriegt er noch so ein bisschen eine Notwasserversorgung. Viel nicht und der Pilz selber will auch noch ein bisschen was haben, aber das hält den Baum am Leben. Der Baum kann auch so ein bisschen Photosynthese machen, hält damit wieder den Pilz am Leben, ist also eine Win-Win-Situation. Aber nochmal, das reicht nur für so eine Notversorgung zum gerade so am Leben erhalten, sofern es überhaupt funktioniert an der jeweiligen Stelle. So, nochmal kurz die blaue Karte, also die zunehmend blauere Karte. Ja, ganz blau ist sie nicht, das wäre schön. Hier haben wir jetzt also gerade am Alpenrand enorme hohe Werte für das in Pflanzen verfügbare Wasser, das im Boden maximal drin sein kann. Blöd ist jetzt allerdings, und das muss man wissen, nur weil der Boden, der da ist, maximal voll ist, bedeutet das nicht, dass da zwingend auch wirklich absolut viel Wasser drin ist. Denn ein voller Boden, das kann so ein Boden sein, und wenn der voll ist, dann wird das auf der Karte als dunkelblau dargestellt. Oder das kann so ein Boden sein, und wenn der voll ist, wird das auf der Karte als dunkelblau dargestellt. Und das ist nämlich noch der springende Punkt. So, und so ein alpiner Boden, der ist nicht so, sondern der ist so. Ja? Und der hat noch obendrauf, wenn es gut läuft, einen Tangelhumus, der so ist, wenn es richtig gut läuft. Und der kann nochmal ewig viel Wasser speichern, und das ist toll. Sofern der Boden dann intakt ist, was in den seltensten Fällen der Fall ist bei unseren durchbewirtschafteten, insbesondere den Bayerischen Alpen. Aber theoretisch wäre das toll. So, da muss man jetzt also im Vergleich sehen. Ein Boden mit einem hohen Schluffanteil, der mächtig tief ist, der kann natürlich absolut viel mehr Wasser aufnehmen. Und ein Boden, der absolut viel mehr Wasser aufnehmen kann, wenn der zu 50% voll ist, ja, also zum Beispiel hier in Sachsen-Anhalt, große Teile Sachsen-Anhalts sind weiß, dann ist das gut, ja? Dann ist das sogar noch besser für die langfristige Speicherung von Wasser als ein komplett blaues Alpenvorland. Ja? Also das müssen wir uns klar machen. Und deswegen, diese Karte ist super, die ist wirklich großartig, aber wie alles in der Wissenschaft muss man es, es ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach eine Karte hinklatschen, so sieht's aus, Punkt. Das funktioniert seltenst. So, nochmal wichtig, bei diesen Partikelchen und dieser nutzbaren Feldkapazität und eben den Bodenporen, die das Wasser aufnehmen, ist, und dazu nehmen wir jetzt mal die Karte von dem Wetterkontor. Welche denn? Ja, welche denn? Ja, diese da zum Beispiel. Und schauen uns da mal an, wenn wir hier Erfurt nehmen. Erfurt hat sage und schreibe jetzt im Juni schon 122 Liter abbekommen. Das sind 214% von dem, was da normalerweise eigentlich runterkommen sollte. Könnte man jetzt denken, geil, Erfurt hat jetzt den kompletten Mai, in dem es nicht viel geregnet hat, einfach mal in 20 Tagen ausgeglichen und noch große Teile des Aprils dazu. So, super, ne? Blöd ist aber, wenn es so viel auf einmal regnet, dann haben wir wieder das Problem mit unseren Poren. Haben wir einen Sandboden, das versickert sehr schnell. Das heißt, es regnet obendrauf, es versickert, es ist im Grundwasser. Es regnet obendrauf, es versickert, es ist im Grundwasser.
haben wir hingegen einen schluffigen Boden. Es regnet obendrauf, viel wird aufgenommen, aber irgendwann ist der Boden voll, weil das nicht schnell genug nach unten durchfließt. Deswegen sind die ja langsam, ne? Das Wasser haftet da zu einem großen Teil. Deswegen ist es ja schneller, länger verfügbar, weil es länger braucht, bis es unten im Grundwasser angekommen ist, unter anderem. Und das bedeutet, wenn es da eben am Tag meinetwegen 100 Liter auf einmal pro Quadratmeter runter macht, ja, das hat es gegeben. An einem Tag war in irgendeinem Ort, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, aber so in dieser Ecke war der, waren es 120 Liter an einem Tag. Also wirklich irre, irre. Davon hat der Boden nichts, davon hat der Wald nichts und davon hat der Acker auch nichts, weil vielleicht die ersten 20 Liter, je nach Boden, vielleicht die ersten 30 und bestenfalls die ersten 40 Liter, die gehen überhaupt irgendwo hin, wo die Natur damit was anfangen kann. Ja, also im Grundwasser sind sie gut aufgehoben, im Boden gespeichert und pflanzenverfügbar ist noch besser. Das füllt sich schon alles auf. Ja, das geht schon alles auch ein ganzes Stückchen nach oben. Aber so ein kurzes Niederschlagsereignis, ein kurzes, heftiges Niederschlagsereignis, da geht 95 bis 99%, je nachdem wie kurz und wie heftig das ist, vom Wasser sofort verloren als Oberflächenabfluss. Heißt, der Boden ist ein langsam funktionierender Schwamm. Der saugt zwar sämtliches Wasser auf, aber dafür braucht er Zeit. Und kommt das Wasser alles auf einmal, dann saugt er halt gar nichts auf. Stattdessen sind das riesige Wassermassen mit riesigen Gewalten, die oberirdisch erstmal den Humus wegreißen. Hier hinter mir seht ihr zum Beispiel relativ wenig Humus auf dem Boden. Das liegt unter anderem daran, dass die Wildschweinchen hier unterwegs waren und zweitens ist da ein Bach. Der muss irgendwann in letzter Zeit auch mal ein bisschen kurzfristig nach irgendeinem Starkniederschlagereignis mal einen deutlichen Anstieg der Wassermenge gehabt haben und kurzfristig hier oben ein bisschen gespült haben. Sonst wäre das nicht zu erklären, dass es hier jetzt gerade so aussieht. Und das hilft nicht. Ja, das spült einmal kurz drüber, ein bisschen Wasser dringt ein, das allermeiste geht wieder in den Bach. Mit dem Bach geht es in meinem Fall in die Murg, mit der Murg geht es in den Rhein und wo es dann hingeht, wissen wir alle, in die Nordsee und dann ist es weg. Und deswegen, was wir bräuchten, was wir immer noch bräuchten, was auch Erfurt immer noch bräuchte, wäre über eine lange, lange, lange Zeit, so schätzungsweise mindestens 28 Tage, jeden Tag, so 4 bis 6 Stunden mäßigen Regen. Nach Möglichkeit schön verteilt. Hier mal eine Stunde, da mal eine Stunde, dort mal eine Stunde. Und mäßig ist schon ordentlich. Mäßig ist schon was einen gut nass macht. Ja? Aber auch nicht mehr als das. Nicht ein, du gehst raus und bevor du oh sagen kannst, bist du auch schon auf die Knochen durchgeweicht. Und nicht jeder Boden ist gleich gut eben als Wasserhalteschwamm. Und nicht jeder Boden kann aufgrund seiner Mächtigkeit das Wasser sonderlich lange halten. Das bedeutet, wie ist das jetzt zu interpretieren, die Regenfälle der letzten Zeit, wenn es jetzt wieder wärmer wird? Und es sieht so aus, als würde jetzt wieder wärmer werden. Sind wir gerettet? Haben uns jetzt diese Regenfälle der letzten Zeit über das Jahr 2020 gebracht? Wird der Wald jetzt überleben? Werden die Ackerböden nicht völlig austrocknen? Wird es einen vernünftigen, halbwegs vernünftigen Ertrag aus der Landwirtschaft geben? Kann kein Mensch sagen, aber gut schaut schon aus. Also für die Wälder ist das schon eine entscheidende Erleichterung gewesen. Und wenn wir die Situation mit 2019 vergleichen, wir hatten 2019 im Mai auch wieder eine kleine Erleichterung. Im Mai hat es ein bisschen mehr geregnet. Da kam ein halbwegs normales Niederschlagsereignis runter, während die ganzen anderen Sommermonate dann bis in den September rein nochmal furztrocken gewesen sind. Vor Mai war es ja ebenfalls relativ trocken, aber dieser Mai hat so das kleine bisschen Erleichterung geschafft, dass zwischendurch einfach nochmal die Reserve aufgefüllt werden konnte von den Bäumen. Und jetzt in diesem Fall haben wir das Niederschlagsereignis nicht im Mai, sondern sogar noch ein bisschen später, nämlich erste Hälfte Juni gehabt. Grob erste Hälfte, also Mitte bis Mitte, sage ich jetzt mal. Und das ist sogar noch ein bisschen besser, weil je später das kommt, wobei es hätte schon ein bisschen früher kommen können, wenn man bedenkt, dass davor bereits wieder Schäden passiert sind, wegen schon zu viel Dürre. Ja? Aber dadurch, dass das jetzt relativ spät kam, sind die Chancen für den Rest vom Jahr, dass es jetzt den Rest des Jahres erträglich bleibt für die Pflanzen, ja? Für den Wald, in den Regionen, wo es jetzt zumindest mal blau ist auf der Karte. Die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht.
die stehen wirklich gar nicht mal so schlecht. Also selbst sollten wir jetzt noch einen scheiße heiß Juni, Juli, ich schmeiß die dauernd durcheinander, ja, also ich meine den sechsten Monat, ja, den sechsten. Sollte der siebte Monat wahnsinnig heiß werden, dann ist das nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut für die Natur. Gar nicht. Aber wahrscheinlich ist das jetzt mit den vorhandenen Reserven, mit dem Auffüllen der Wasserspeicher in den Bäumen, was sie teilweise tun konnten, so halbwegs überstehbar, wenn sie dann die richtige Strategie anwenden. Das ist auch eine strategische Frage. Jetzt ist kurz Wasser da. Haust du jetzt raus, was da ist? Machst deinen Boden wieder trocken, was geht? Oder bist du trotzdem eher sparsam, weil du damit rechnest, dass die Dürresituation zurückkehrst und hältst ein bisschen Haus? Das lässt sich so ein klein wenig steuern, aber halt auch nicht so ganz exakt. Und da können unterschiedliche Baumindividuen unterschiedliche Strategien fahren. Aber was sie in jedem Fall bräuchten, und da kommt jetzt die moderne Forstwirtschaft ins Spiel, was wir mit unseren Wäldern auf jeden Fall machen müssen, ist dafür sorgen, dass zumindest eine Mindestschattigkeit am Waldboden gegeben ist, damit in den Sommermonaten, wenn es dann halt runterbrutzelt wie Sau und es nicht regnet, zumindest der Boden sich nicht allzu sehr aufheizt. Weil, was ihr schon mal mitgekriegt habt, jeder, der mitgekriegt hat, der sich mal auf Asphalt gesetzt hat an einem richtig heißen Tag und stellt fest plötzlich, boah, ist der heiß. Je schwärzer ein Objekt, eine Oberfläche, desto besser heizt die sich auf. Relativ dunkler Boden, gleichzeitig der nass ist. Wenn man den immer schön unter Schatten hält, dann steigt von dem immer ein bisschen Nebel zwar auf morgens, aber der bleibt im Wald. Ja, der kommt aus dem Wald gar nicht raus. Der macht ein bisschen die Pflänzchen feucht, die Pflänzchen freuen sich, der macht ein bisschen den umgebenden Boden feucht, der umgebende Boden freut sich, alles gut. Nur, was nicht passieren darf, ist, dass es hier halt richtig drauf sonnt. Noch besser wäre, wenn hier jetzt alles voll wäre mit grüner Vegetation, wenn grüne Vegetation nicht da ist mit altem Holz, mit allem möglichen Gerümpel, der Wald voll liegt, dann kommt noch weniger Sonne unten auf den eigentlichen Boden. Das heißt, der Wasserspeicher heizt sich weniger voll. Das bedeutet, da transpiriert weniger Wasser raus. Das nennt man übrigens auch, also eigentlich ist es Evaporation. Evaporation ist das natürliche Ausdampfen von Wasser aus dem Boden durch Wärme. Ne, wenn du Wasser heiß machst, dann dampft es halt nun mal weg. Und Transpiration ist der Beitrag, den die Pflanzen dabei leisten im Rahmen ihrer Photosynthese. Und Evapotranspiration ist dann halt eben beides kombiniert. Es könnte also zum Beispiel sein, jetzt muss ich wirklich völlig rumspekulieren, ja? Aber es wäre eine mögliche Erklärung, wenn wir das in manchen Wäldern beobachten und in anderen nicht, wäre hinterher eine mögliche Erklärung. Die Wälder mit mehr Struktur am Waldboden, die sind länger trocken geblieben nach den Niederschlagsereignissen der letzten Wochen, als die Wälder mit wenig Struktur am Waldboden, weil tendenziell da dann halt eben weniger Wasserrückhaltekraft, weniger Wasserdampf im Bodenhaltepotenzial entsprechend vorhanden ist. Und das wird wahnsinnig spannend werden, sich das dann hinterher mal anzugucken in den Zahlen, wenn dann der Waldzustandsbericht für 2020 entsprechend draußen ist. Das dauert meistens noch so bis September grob. Und da bin ich schon extrem gespannt, wie das dann sein wird. Also Entwarnung, nicht im geringsten, ja, nochmal, das ist nicht gut, nee, also Entwarnung nicht im geringsten, aber haben uns jetzt diese paar Niederschläge der letzten Zeit ein bisschen den Hintern gerettet, ja, das haben sie, ja. Also das haben sie definitiv und wir werden noch dankbar sein für das, was es jetzt in letzter Zeit geregnet hat. Wer irgendjemand hat geschimpft über den Regen der letzten Wochen, der war absolut notwendig, lang ersehnt und dringend erforderlich. Und nach wie vor, sollte es diesen Sommer nochmal regnen und nach Möglichkeit lange regnen, möglichst noch eine ganze Woche oder zwei oder drei oder vier oder acht, ja, bitte freuen. Bitte freuen, wir brauchen das. Wir brauchen vor allen Dingen auch Grundwasserreserven fürs nächste Dürrejahr. Wenn 2021 nämlich wieder eins wird, dann na Halleluja. So, noch eine weitere gute Nachricht. Wir haben ja ein großes Freilandlabor, wo wir uns angucken können, was außergewöhnliche Dürreereignisse in 3 Jahren in Folge so anrichten. Und dieses Freilandlabor, das heißt Sachsen, Freistaat Sachsen, Freilandlabor, da ist es. Und
das hat nun die wundersame Eigenschaft, dass da immer noch Bäume stehen. Und eigentlich sollte man hinsichtlich, jetzt muss ich mal eine andere Karte rauskuscheln, hier aus dem Wetterkontor, da haben wir nämlich noch die Aprilwerte. Eigentlich sollte, schaut euch das mal an, damit mit lächerlichen, mit absolut lächerlichen 1,9 Litern pro Quadratmeter bei Dresden im April, ja, da sollte die Situation wirklich anders aussehen, als sie es tut. Ich war gerade da. Die Fichtenwälder im Taranter Wald, das ist das größte zusammenhängende Waldstück direkt südwestlich von Dresden, so tendenziell südwestlich. Der ist hervorragend gepflegt, der ist in bester Beförsterung, seit es Förster gibt, gefühlt. Aber, das kommt schon noch erschwerend dazu, aber trotzdem, man kann nur mit dem arbeiten, was man an Niederschlag bekommt. Anfangen, den Wald zu gießen, wird da trotzdem keiner. Und dementsprechend muss man sagen, man könnte erwarten, dass es da borkenkäfertechnisch zum Beispiel so richtig kacke aussieht. Ja, dass ein Käferloch nach dem anderen da drin steht, bei den Fichten, die es da durchaus gibt. Nein. Ja, ich habe keins gesehen und ich bin da relativ viel rumgelaufen. Man könnte erwarten, dass die Buchen da so richtig schlecht aussehen. Nein, nicht so richtig, nein. Dass die Eichen da massive Probleme haben. Nicht so richtig, richtig schlimm, nein. Es gibt einzelne Bäume, die sind sehr schwer geschädigt, die gibt es. Es gibt auch durchschnittlich jede Menge Eichen, die deutliche Schädigungen aufweisen, die auch ich als Nicht-Experte im Schadstufenansprache bei Bäumen problemlos erkennen kann. Ja, das gibt es alles. Aber in Anbetracht dessen, dass da wirklich eine Dürre herrscht, wie sie nie da gewesen ist, jetzt seit dann fast 3 Jahren, sieht es da noch relativ gut aus. Und das deckt sich eben mit den, ich habe sie letztes Mal schon erwähnt, Forschungsergebnissen meiner Alma Mater. Dazu hatte auch jemand unter das letzte Video einen Link geschrieben. Wer da Lust hat, kann den Link gerne nochmal hier nochmal drunter schreiben, damit auch jeder weiß, was gemeint ist. Ich bin wahrscheinlich wieder zu faul zum Suchen, so wie ich mich kenne. Dass man eben festgestellt hat, je länger eine Dürre andauert, desto mehr passen sich die Pflanzen daran an. Am Anfang einer Dürre haben sie erstmal größere Schwierigkeiten, aber dann lernen sie langsam, dass die Dürre länger anhalten wird, stellen sich darauf ein und arbeiten mit dem, was sie kriegen können und reduzieren halt ihr Wachstum. Extrem reduziertes Wachstum in allen Wäldern Deutschlands wollen wir nicht haben. Das wäre auch eine schlimme Katastrophe und das wäre überhaupt nicht lustig. Aber die werden dann vermutlich zumindest mal nicht sterben. Wenn das so stimmt, ja, wenn das so stimmt. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass sich die Absterberate zum Beispiel im Jahre 2019 vergleichsweise von wenn man zum Beispiel 2017, ein noch relativ halbwegs normales Jahr, halbwegs, mit 2019 vergleicht, dann haben wir teilweise eine 300% höhere Absterberate in manchen Regionen. Oder sogar noch mehr, wenn es dumm läuft. Ja? Also wirklich eine massive Verstärkung von toten Bäumen von einem Jahr aufs nächste. Und für eine Pflanze, die hunderte von Jahren alt wird, ist eine Todesrate um die 1, 2, 3, 4% gravierend. Das ist irre viel, weil man muss das ja betrachten, wenn jetzt die Todesrate bei 3% liegt, dann sind es in 30 Jahren, dann sind in 10 Jahren sind 30% weg. Wenn das bei 3% bleibt, dann ist in kürzester Zeit ist der komplette Wald gestorben mit so einer Todesrate um die 3%. Im ersten Moment denkt man, naja, 3%, okay, ist jetzt nicht so schön, aber wird jetzt nicht so schlimm sein. Aber doch für eine Pflanze, die auch gleichzeitig wieder wahnsinnig lange braucht, um sich von so einem Verlust an Individuen wieder zu erholen, bis die halt wieder selber alt sind und selber fruktifizieren können, dauert es mindestens, je nachdem, beim durchschnittlichen Waldbaum, unter den durchschnittlichen Waldbaumbedingungen, locker mal 30, 40 Jahre, wenn es dumm läuft. Und das sind gravierende Schäden. Das sind Sachen, die einem wirklich, wirklich Angst machen müssen. Umso mehr müssen wir uns über den Niederschlag der letzten Zeit eben entsprechend freuen, dass sich das Ganze ein bisschen erholt hat. Ja, also toi toi toi, könnte helfen, wird auf jeden Fall helfen. Je nachdem wie der weitere Verlauf der Vegetationsperiode bis, sagen wir mal grob Anfang Oktober, Mitte Oktober, so irgendwas um den Dreh, wie es da wird, so von den Niederschlägen her. Und wenn es im September vielleicht wieder ein bisschen mehr regnen würde, das wäre auch nochmal schön. Dann können jetzt Juli meine ich, und August, die können dann schon
keinen allzu gravierenden Schaden mehr anrichten. Selbst wenn es gar nicht regnet und 30 Grad dauernd hat. Das wird zwar nicht lustig und das wünscht sich hoffentlich bitte keiner. Ja? Nein, nicht jetzt hier, Corona ist rum, jetzt kommen wir alle wieder in den Baggersee. Nein, 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 nein. Also ob ihr in den Baggersee geht, ist mir scheißegal. Aber nicht 30 Grad und Sonne und Baggersee. Regen und Schatten und Baggersee, von mir aus. Ja, aber nein. Gut, ich glaube, die Botschaft war hoffentlich deutlich genug. Dieses Video ist nochmal wichtig zu verstehen mit dem vorhergehenden Video, damit ihr auch den ganzen Inhalt der Karten auch halbwegs kapiert, was man da jeweils so sehen kann. Was ich jetzt noch gerne machen möchte, ist nachliefern, weil ich die Wetterkontordaten beim letzten Mal noch nicht hatte, die Werte aus dem April, weil der April war wirklich eine Katastrophe, und dann nochmal schnell die Werte aus dem Mai zum Vergleich. Und zwar hatten wir im April eigentlich deutschlandweit miserabelste Werte. Ihr seht hier diese rötlichen Zahlen, eher so lila. Das bedeutet, wenn die Zahlen lila sind, das seht ihr deutschlandweit, ihr werdet keine einzige grüne oder blaue oder sonst was finden, dann ist der Niederschlag zu niedrig, deutlich zu niedrig. Es sind lediglich ein, zwei schwarze Zahlen, wo der Niederschlag ungefähr im normalen langjährigen Mittel liegt, dabei. Und wie gesagt, jeder kann sich ja mal für sich und guckt mal auf Wetterkonto. Wie gesagt, ich verlinke euch das, dann könnt ihr euch die Karte auch selber nochmal anschauen. Guckt jeder für sich mal in seiner Region, was er da jeweils für Niederschläge hatte. Hat jetzt hoffentlich jeder gemacht. Ihr wohnt ja nur in einer Region. Krasse Einzelfälle sind eben, wie gesagt, Dresden-Klotsche. Da steht die Wetterstation. Klotsche ist ansonsten, ich habe keine Ahnung, was Klotsche ist, aber da steht die Wetterstation, deswegen dieser Name. 1,9 Liter, also lächerlich, 5% vom langjährigen Mittel. Berlin-Tempelhof, das geht noch so. Die haben 69% vom langjährigen Mittel. Das ist nicht gut, aber da hat es auch nicht viel geregnet. Also wer jetzt denkt, das wäre viel gewesen, nein, war es nicht. Saarbrücken zum Beispiel, also selbst im Saarland, wo eigentlich die Situation sich noch vergleichsweise gut darstellt, von der Dürrekarte her, hatten wir nur 29% von dem, was hätte kommen sollen, 16,6. Ganz übel sieht es aus in Laar, also südliches Baden-Württemberg, nah an der französischen Grenze. 5,8 Liter und das sind nur 9% von dem, was hätte sein sollen. Und ich kann für Südbaden-Württemberg wirklich bestätigen, dass die Wälder, wenn man die A5 nach Süden fährt, also das ist unsere Nord-Süd-Autobahn am Schwarzwald entlang, Nord-Süd für diejenigen, die sich da nicht auskennen, Basel, Karlsruhe und dann weiter Richtung Frankfurt, da sieht es wirklich böse aus. Da kann ich fast nicht aus dem Fenster gucken, wenn ich da langfahre Richtung Süden. Ich wohne ja relativ weit nördlich, also nicht weit weg vom Abknicken, wo du in die Pfalz rüberfährst. Also diese kleine Ecke, die noch Frankreich gehört, und dann fährst du rüber in die Pfalz. Und ich wohne da kurz bevor man eben rüber in die Pfalz theoretisch fahren könnte. Pfalz rüber, Richtung Saarland rüber. Jedes bisschen, das nach Süden kommt, wird es einfach nur mieser. Bis man dann ganz weit nach Süden kommt, dann wird es wieder vergleichsweise schön. Aber die Rheinebene, die hat wirklich massiv gemitten. Die Eichen, die da rumstehen, die ja eigentlich trockenheitsresistent sind, davon sind geschätzt, ja, nur so rein optisch, ungefähr die Hälfte wirklich so schwer geschädigt, dass ich nicht weiß, ob die das überleben. Ja. Hängt von den nächsten Jahren ab. Hängt wirklich von den nächsten Jahren ab. Also die Schäden sind wirklich, wirklich gravierend. Und ich meine jetzt nur das direkt an der Autobahn. Ja? Die Autobahn, direkt an der Autobahn zu stehen, ist nicht unbedingt ein Vorteil. Aber es ist wirklich gravierend, gravierend. Und die waren ja vorher schon nicht gut und jetzt sind sie wirklich, das tut richtig weh. Man mag nicht mehr aus dem Fenster gucken. Gerade Eichen hat es da arg gebeutelt. Buchen auch, zum Teil wirklich schlimme Bilder. Ja. Dann hatten wir komplett Süddeutschland, also quasi in baden-württembergischer Hälfte, außer mal jetzt im Rheintal, im oberen, hatten wir so 17-33% grob, also nicht doll. Wenn wir uns Nordrhein-Westfalen angucken, da hatten wir so 22-36% so grob in der Kölner Bucht. Rüber nach Gießen, da war es dann wieder etwas besser, da waren es immerhin 60%, weil da gibt es ja dann auch wieder Berge. Ne? Da ist das Rheinische Schiefergebirge, das dann dafür zuführt, wenn, ne? Also von hier kommt die Wolke,
hier den Atlantik entlang, also Frankreich, da irgendwie biegt sie ein, dann kommt sie hier angeflogen und jetzt gibt es hier plötzlich ein Gebirge und dann bleibt sie da natürlich hängen und dann wird sie da ein wenig eher abregnen. Und deswegen ist es naturgemäß so, dass wir, wenn es sonst nicht viel regnet, dann doch immerhin in den Mittelgebirgen, und da kommt dann auch eben entsprechend Gießen ins Spiel mit eben diesen 60%, diesen immerhin 25,9 Litern, die da runtergekommen sind. Das hätte aber auch eben entsprechend mehr sein sollen. So, jetzt habe ich gesagt, irgendwo hatten wir noch halbwegs normale Niederschläge. Gut, da habe ich gelogen, das hatte ich jetzt falsch in Erinnerung. Wir hatten im April nirgendwo normale Niederschläge. Komplett Deutschland, überall zu trocken. Rekord. Noch am normalsten war es tatsächlich in Berlin. Ja, glaubt man gar nicht. Das ist irre gewesen. Der April war wirklich sehr, 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 sehr trocken. Rekordverdächtig trocken. Und ich hatte ja Ende April bzw. Anfang Mai, Ende Mai hatte ich, glaube ich, das mein Video gemacht, mein letztes. Zum Wetter aktuell, beziehungsweise eigentlich müsste es Witterung heißen. Jemand hat sich aufgeregt, dass ich nicht gesagt habe, Klima aktuell. Ja, es ist aber nicht Klima, es ist Witterung. Klima ist das langjährige Mittel. Klar, wenn du jetzt die Werte eines Jahres mit denen eines anderen Jahres vergleichst, dann ist das schon Klimatologie bis zum gewissen Grad. Aber streng genommen, da wir ja immer nur von dem letzten Monat und dem nächsten Monat und so weiter und so fort reden, unterhalten wir uns hier über die Witterung. Ne? Nur um das mal die Begrifflichkeiten klar zu machen. Das ist noch nicht Klima. So, nochmal kurz. Hier haben wir jetzt den Mai. Im Mai war nicht mehr ganz so scheiße. Der April war wirklich rekordverdächtig, absolut mies. Da kriegst du das mit der Angst zu tun. Wir hatten im Mai zum Beispiel eine deutliche Verbesserung in Sachsen. Leipzig hatte 90% von dem, was runterkommen soll. Dresden hatte 66% von dem, was runterkommen soll. Das ist alles noch nicht toll, aber das ist verglichen mit dem April. Das ist eine enorme Erleichterung und mit ein Grund, weshalb eben die Wälder jetzt in Sachsen, gerade im Bereich Dresden, nicht völlig katastrophal aussehen. Ja, und sonst hatten wir eigentlich fast überall sowas um die 50 im Durchschnitt deutschlandweit. Gerne könnt ihr euch die Karte auch nochmal angucken. Ich habe die für mich halt ausgedruckt, damit ich es mir selber nochmal anschauen kann. Und ich werde die auch nochmal irgendwann andermal für irgendwas hervorkramen bestimmt. Ich hoffe, diesmal hebe ich sie auf und diesmal verlege ich sie auch nicht. Das habe ich nämlich letztes Mal geschafft. So, und jetzt nochmal einen Blick. Zum Abschluss, ich weiß, es ist lang, aber das ist auch ein wichtiges Thema, hier auf die Juni-Karte, und zum ersten Mal seit langem haben wir hier auch, ich hoffe, ihr könnt es sehen, wieder grüne Zahlen eben in Regionen, wo es besonders viel Niederschlag gegeben hat, und das macht einem schon Hoffnung. Und der Juni ist noch nicht vorbei, die nächsten Tage soll es vielleicht noch ein kleines bisschen regnen, und beim letzten Mal, als ich den Wetterbericht geguckt habe, hieß das jedenfalls so, ja. Also hoffen wir das Beste, und wenn wir Glück haben, das kann kein Mensch vorhersagen, dann regnet es ja eventuell die nächsten 2 Monate auch nochmal irgendwie zwischendurch, zumindest ein bisschen in den meisten Regionen. Das wäre schon schön. Ja? Je mehr, desto besser, selbstverständlich, aber aktuell bin ich auf einem Level, wo ich sage, wenn es ein kleines bisschen regnet, dann wäre ich schon wirklich, wirklich sehr, 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 sehr dankbar, und dass ich an diesem Bild hier dann auch noch mal irgendwann ein bisschen was ändern möge, weil wenn das so weitergeht, wie gesagt, 2018 sah es so aus, 2019 sah es so aus, 2020 sieht so aus, dann ist irgendwann Dürre der neue Normalzustand für Deutschland. Gefühlt. Das wäre allerdings dahingehend spannend, weil die langfristigen Prognosen fürs langfristige Mittel, und da muss man jetzt betonen, langfristig, eher davon ausgehen, dass der Niederschlag bei uns ungefähr konstant bleiben wird in Deutschland, also klimawandelbedingt. Allerdings mit einer Verlagerung etwas mehr ins Winterhalbjahr, dass also die Sommerniederschläge durchschnittlich vermutlich etwas zurückgehen werden. Bisher hatten wir nämlich so eine Kurve, die ungefähr so aussah. Hier ist Januar, also hier Januar, dieser Finger, da wieder Januar. Und das Jahr verläuft dann so, dass hier in der Mitte, wo mein Kopf ist, quasi der Sommer ist. Ne? So, und dann sah die Niederschlagskurve normalerweise ungefähr so aus. Ja, also das ist im Winter eher trocken, also ganz, ganz grob dargestellt. Ja, im Winter eher trocken, im Sommer eher das Hoch der Niederschläge. Und es ist anzunehmen, dass sich in Zukunft diese Kurve dahingehend abflachen wird, dass die eher so verläuft. Ja?
Also deutlich mehr Niederschläge im Winterhalbjahr, deutlich weniger Niederschlagspitze im Sommer und insgesamt die Chance auf Dürreperioden im Sommer natürlich entsprechend zunimmt. Was nicht bedeuten muss, dass wir nicht auch mal irgendeinen total verregneten Sommer bekommen können. Und gerade eben, weil es sich um einen langfristigen Trend handelt, kann es mal ein Jahr geben, das ist so, kann mal ein Jahr geben, das ist so, kann mal ein Jahr geben, das ist genauso wie vorhergesagt, so wie es in den langjährigen Trend passt. Das ist halt nun mal bei der Statistik so üblich, wenn man von langjährigen Entwicklungen entsprechend spricht. So. Ich hoffe, ihr fühlt euch halbwegs gut informiert. Ich hoffe, ihr habt jetzt wieder ein bisschen Hoffnung bezüglich des Zustands des Waldes. Das hat wirklich geholfen. Aber ihr macht euch auch nicht ihr werdet euch auch hoffentlich nicht irgendwelchen falschen Illusionen, wie sehr das jetzt geholfen haben könnte, hingeben. Ne? Also wir werden weiterhin tote Bäume aufhaben, wenn der Waldzustandsbericht draußen ist. Wir werden auf jeden Fall weiterhin tote Bäume haben. Reichlich tote Bäume werden wir haben. Das kann ich schon mal prophezeien. Bleibt abzuwarten, ob es genauso viele sind wie letztes Jahr, ob es mehr sind wie letztes Jahr. Vielleicht ist in manchen Regionen auch bereits eine Anpassung an langfristige Dürre feststellbar und damit einhergehend müsste dann eben die Zahl der toten Bäume auch ein wenig zurückgehen. Ich bin extrem gespannt. Viele Jahre wie 2018 und 2019 und dann können wir die Forstwirtschaft im Übrigen auch sein lassen. Ja? Aber jetzt gucken wir mal. So, macht's gut, Dankeschön, bis zum nächsten Mal.